das? Hallo, meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Horror Tales The Vine. Wir haben hier an dieser Stelle letztens aufgehört. Was stehst du denn da rum? Okay, wir können nicht rein. Das heißt, er kann hoffentlich auch nicht raus. Da flackert es schon wieder. Ja, wir sind da von der Brücke gestürzt. Das gehörte Gott sei Dank zum Spiel. Nein, fängt da schon gut an. So. Genau. Wir waren... Moment, wir mussten hierher. Das war der Weg der Wahl. Ich hatte letztens auch schon den Schlüssel gesehen. Jetzt muss ich gucken, wo wir hin müssen. Wo war denn das? Moment, genau. Wir kommen nämlich hier zum Anfang zurück. Witzigerweise. Hier. Ist hier... Nein. Okay, wir müssen hier hoch. Genau, hier sind wir am Anfang. Da ist die Tür, wo wir am Anfang nicht durchkamen. Da war der Typ hinter. Jetzt möchte ich hier nochmal lang gehen und gucken, ob wir hier irgendwas finden. Wir müssen mit... Die Zettel brauchen wir nicht lesen. Hier müsste unser Schiff sein. Wir halluzinieren also wirklich. Unser Schiff? Oh. Zurück an einem bekannten Ort. Okay, es gab ein Achievement. Es ist Nacht, ja. Okay, okay. Gut. Ich glaube jetzt nicht, dass wir dahin zurück müssen. Wir gehen jetzt dahin, wo wir hin sollen. Was war das? Eine unbekannte Macht. Von wo waren wir gekommen? Scheiße. Mist, wo habe ich denn letztes Mal den Schlüssel entdeckt? Scheiße. Warte mal. Geh mal rüber. Der muss ja hier irgendwo sein. Welche Tür wir öffnen müssen, ist mir eigentlich hier. Ist mir eigentlich fast klar. Nee, das zu. Moment. Sag mal. Ja, das ist das, wenn man schon mal da war. Ach, Moment. Hier ist ein Raum. Hier ist ein Raum. Und hier hing der Schlüssel. Genau. So, wir haben ihn. Gott sei Dank. Was ist hier unten? Das waren die geschlossenen Kanäle. Okay, dann können wir jetzt zurückgehen. Und ich hoffe mal, dass das der Schlüssel für die Tür ist, die wir, wo wir durch wollen. Okay, und hier kamen wir, oder? Ja, genau. Hoffe, der... Ich hoffe, der Cowboy, sag mal, wirst du das jetzt wohl hinkriegen? Kasper. Ja, hör auf, schwer zu atmen. Er springt nicht. Warum springt er denn nicht? Jetzt. Ich hoffe, der Cowboy ist jetzt... Das ist die Tür. Der Cowboy ist jetzt nicht mehr da. Die Kiste aus dem Weg. Okay. Jetzt ist er wieder weg. Was ist das? Nein, ich kann hier nicht weg. Hier ist zu. Kacke. Ich kann nicht weg. Okay, okay. Ich kann... Wo soll ich hin? Okay, er kommt anscheinend nicht hinterher. Meine Fresse. Oh. Das Spiel hat es echt drauf, ja, ein vollkommen fertig zu machen. Das Kanalrohr, da kann ich wahrscheinlich durch. Ich muss mal kurz hier umgucken, ob es hier noch irgendwelche Zeichen, irgendwas...
Man weiß es ja aber nicht. Da brennt es. Okay. Wahrscheinlich habe ich keine andere Möglichkeit, ne? Okay, komm. Nee. Ach, nee, da lang. Nein, runter. Wir haben uns gerade durch den Boden geglitscht. So, komm. Oh, wow. Okay, da ist die Brücke. Aber wo soll ich hin? Da oben brennt es auch. Oh, ein Vogel. Ist der Wasserfall. Ja, klar. Kann ich hier rüber? Nicht ohne Anlauf. Dass den Sturz keiner überlebt hat, will ich glauben. Meine Gott. Das ist so eine Art Jump'n'Run, ja. Oh. Dafür bin ich nicht gemacht. Es ist laut. Es ist so laut. Diesen Hebel. Ich müsste... Okay. Das geht wieder zu. Einen Moment. Bin wieder da. So. Das lag wahrscheinlich am Wasserfall. Ja, duck dich. So. Da brauche ich einen Schlüssel. Oh ne. Komm da nicht durch. Kacke. Gut, hier brauchen wir einen Code. Hatten wir den schon mal? Hat das was mit dem Haus zu tun? Ich weiß es nicht. Randalieren mal wieder. Oh, guck mal da. Da ist ein Schlüssel. Das ist gut. Dreieck und Spermium. Da ist diese Schleife. Man kommt hier nicht drüber. Da ist dieser Kringel. Aber die zeichnen wir noch gar nicht da auf der Tür, oder? Wir werden es gleich sehen. Sieht so verdächtig aus. Schauen wir mal, ob der Schlüssel jetzt... Der ist für die Tür. Kommen wir aber nicht durch. Und da auch nicht. Achso, das war der jetzt mit dem Hebel. Ja, toll. Woher soll ich denn jetzt wissen, was da hin soll? Ich habe keine Ahnung. Was gehörte denn? Nichts von den Zeichen, die hier sind, sind mir in irgendeiner Form bekannt. Das ist irgendein Zeichen, was ich schon mal hatte? Kam das schon mal vor? Und der Kreis. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte nur raten. Aber da kommt man ja so ohne weiteres auch nicht drauf. Wie auch. Ich probier's einfach. Nee. Keine Chance. Keine Chance. Dass man auf gut Glück vielleicht das schauen mal. Einfach auf gut Glück. Nein. Nein, nein, nein. Okay. Ich komme auch nicht weiter. Gut, was soll ich jetzt machen? Mich von der Brücke stürzen. Diese Stelle sieht hier so extrem verdächtig aus. Muss ich da runter? Was? Nein!
damit hat sich die Frage erledigt. Arschloch. Kommt der jetzt immer wieder, oder? Diese Stelle ist für mich, komm, stell ich doch nicht so an. Ach, nochmal. Ja, weil ich das so gut kann, machen wir das jetzt hier nochmal. Ach, komm. Ihr könnt mich gerne auslachen. Wozu habe ich denn jetzt diese Tür da aufgeschlossen? Oh, sie ist offen. Kam der Typ vielleicht hier rausgerannt? Das kann ja sein. Hilft mir bei dem Code jetzt... Das Ding ist weg. Der Hebel ist weg. Okay. Gut. Da spielt Musik. Es haben sie uns die Schuld, ein Teufelsfieber gegeben. Typisch. Immigranten und arme Menschen sind immer schuld. Aber nichts davon hat dafür gesorgt, dass die Weinherstellung aufgrund, die das vielleicht der Grund für das Fieber ist, doch weiter vorangetrieben hat. Dann haben wir rebelliert, haben alle Flaschen des Weins zerstört, die wir finden konnten, und haben damit die Wirtschaft beschädigt. Dann kamen sie, um nach den Anführern und Organisierern zu schauen. Dann haben wir unsere Laken und Decken mit dem Wein getränkt und sie vom Balkon gehangen. Wenn du uns verurteilen willst, dann verurteile uns alle. Dann wurden wir in unserem Ghetto eingeschlossen. Keine Möglichkeit mehr, Wasser oder Essen zu bekommen. Ein toter Hund kann keine Tollwut verbreiten. Sie haben uns verrückt gemacht. Sie haben uns verhungern lassen. Wir hatten keine Wahl, außer die Waffen zu nehmen, um hier rauszukommen und zu versuchen, mit Gewalt die Brücke zu überqueren. Sie haben uns massakriert. Viele haben gesehen, dass man aus dem Fenster bringen kann in den Fluss und dass es vielleicht eine Option ist, auch wenn es riskant ist. Also es bedeutete, das Leben am Wasserfall zu riskieren. Viele haben das getan, ganze Familien mit Kindern, selbst die Älteren, die nicht schwimmen konnten. Die Alternative war es zu verhungern. Letztendlich kam das Schlimmste, der Kannibalismus. Oh, oh. Das klingt sehr, sehr hart. Kannibalismus auch noch. Wo sind wir? Ich kann nichts sehen. Es kam zum... Oh Gott, die sind arm in arm, sind die verstorben. Es kam zum Kannibalismus, das ist doch schrecklich, ey. Da kann ich da irgendwie hoch. Ach, hier kann ich lang.
Will ich hier lang? Nee, ich gehe erstmal durch die Tür. Okay, oder stürzt wieder runter. Okay, dann wäre ich automatisch gelandet. Okay. Okay. Das ist die Stelle hier, ne? Ja, genau. Hier hätte ich durchgekonnt. Oh Gott. Es brennt hier noch. Da kann ich hoch. Okay. Wow. Ach so. Das ist die Stelle. Oh Gott. Die Kinder, die verhungert sind. Doch schrecklich. Der sieht aber eher aus wie verbrannt. Aber ja. Mach das mal aus. Okay, hier war ich schon. Sie kommen. Die Kannibalen sind vor unseren Türen. Ich kann hören, wie sie sie niederreißen, Stück bei Stück auf der anderen Seite. Meine Töchter waren mutiger als ich und haben ihr Glück versucht, in den Fluss zu springen. Ich hoffe, sie haben den Wasserfall überlebt und haben keine mehr von diesen psychotischen Attacken. Ich bin ein Feigling. Ich habe nicht die Eier, das zu tun. Ich möchte einfach nur in Frieden sterben. Ich muss sterben. Letztendlich tue ich das, während mein Lieblingssong läuft. Okay. Ich weiß auch nicht, wie lange ich heute spiele, ja? Ich... Oh Gott. Also... Hier geht's runter. Und hier auch. Ich weiß, es scheint die gleiche Stelle zu sein. Okay. Ich den Zettel hier noch lesen. Wenn das alles vorbei ist, können mich andere ruhig verurteilen. Ich lasse diese Nachricht als eine Aufnahme oder als Beweis für das, was ich getan habe. Sie haben uns zerdrückt. Haben uns eingesperrt und aushungern lassen. Mein kleiner Junge ist gestorben. Und ich wollte nicht, dass das Gleiche passiert zu meinen Zwillingsmädchen. Darum wurde ich zum Kannibalisten. Ich habe versucht, so wenig Leute wie möglich zu essen, da sie ja auch alle so viele Jahre Nachbarn von uns waren. Ich weiß, dass es ein Verbrechen ist. Mein Name ist Ricard Arnau. Wenn ich immer noch lebe und bei Verstand bin, wenn das Teufelsfieber vorbei ist, verurteilt mich. Ich bin der einzig Schuldige. Meine Zwillingsmädchen wussten nicht, welche Art von Fleisch ich mit nach Hause bringe und dass es menschlich ist. Verurteilt mich nicht, sie. Ich habe alles getan, um zu überleben. Das ist auch wahrscheinlich irgendwie verständlich. Keine Frage. Auch wenn es grausam ist. Aber ja, was würde man tun in dieser Situation? Verhungern? Essen? Oder gegessen werden? Die Möglichkeiten gibt es. Wo bin ich denn jetzt? Ah ja, ich kam vorhin von der Brücke, ne? Ja, ich bin hier so quer durchgegangen jetzt. Dass ich hier irgendwas verpasse, irgendeinen Schlüssel oder so. Hatte ich das schon gesagt? Ich weiß nicht, wie lange ich heute spiele, wegen Zeit und so. Ich weiß nicht, ob wir dieses Kapitel komplett durchspielen und ich... Okay.
habe das Gefühl, es wird halt hier auch immer komplexer. Hier geht wahrscheinlich wieder zu, ne? Ja, okay. Da gehe ich jetzt auch noch nicht lang, weil ich möchte erstmal... Ist das jetzt der gleiche Ausgang? Oder... Oh Gott. Ja, okay. Ich kann hier raus oder da raus. Das macht wahrscheinlich keinen Unterschied, ne? Genau, hier wäre die Tür. Und ich bin jetzt hier rausgesprungen. Ah, was ist das? Furchtbar. Davon mal abgesehen ist es schweinedunkel, ey. Ach, sie waren die Toten, ey. An alle, die es hören wollen. Nehmt die weingetränkten Decken und Laken von euren Balkonen und von euren Fenstern. Ja, ich unterstütze, was sie repräsentiert haben. Ich sage nicht, dass es aus ideologischen Gründen ist. Ich habe nur etwas festgestellt. Alle meine Nachbarn, die verrückt geworden sind in dieser Gefangenschaft, hatten weingetränkte Laken hängen. Als mein Ehemann anfing, sich paranoid und psychotisch zu benehmen, habe ich aus Versehen die Decke in den Fluss fallen lassen. 2 Stunden später wurde er wieder normal. Wir haben immer noch das Fieber beide, aber wir haben keine Halluzinationen mehr. Nehmt die Decken und Laken runter. Tut sie runter. Okay, also ist vielleicht der Wein daran schuld? Macht der das vielleicht? War, weiß ich nicht, in der Produktion irgendwas schiefgelaufen, was das letztendlich, ich habe keine Taschenlampe, nee, ich wollte es mal versuchen, was das verursacht hat. Wie hoch ist denn dieses Haus? Ich glaube nicht gerade, dass das zu irgendwas führt. Ich habe genug Horrorgames gespielt, um zu wissen, dass das... meistens was anderes bedeutet. Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Oh, wenn diese Type jetzt gleich an die Latsch kommt, ne? Okay, da ist... Ach, das ist wieder dieses... dieses... Weingebiet hier. Man sieht nichts. Da grölt irgendwas im Hintergrund rum. Okay. Ach, da ist die Type. Wusste ich doch, der kommt früher oder später. Aber... Oh, da ist was. Steht der noch? Ich kann ihn nicht sehen. Ach doch, da ist er. Was ist das jetzt hier? Was soll ich denn da eingeben? Keine Ahnung. Hier ist aber auch kein Hebel. Nee. Woher soll ich das jetzt... Ist er noch hier? Nee. Ah, guck mal. Ja. Was... Ja, ein Hebel ist ja auch nicht hier, den ich betätigen könnte, ne? Also, was soll's. Oh. Okay. Wo auch immer ich das dann eingeben soll. Oh, da ist ein Hebel. Da ist ein Hebel. Okay, hier ist ein... Das ist ein Hebel. Aber... Ja. Warum Code? Wo führt denn diese Tür hin? Ins Nichts.
Was ist denn das für ein Symbol? Wo sollte ich denn das eingeben? Das ist ja die nächste Frage. Eine Schleife und ein P. Okay. Aber wo soll ich das eingeben? Wir müssen mal auf die andere Seite. Ach, guck mal hier. Und hatten wir noch nicht. Nee. Was haben wir hier? Das Spermium. Hatten wir auch noch nicht. Okay. Gut, dann... Das haben wir uns aufgeschrieben. Jetzt sind zwei Treppen. Okay. Ich finde das gerade alles extrem verwirrend. Darum, ich habe mich auch mit der letzten Folge echt vertan, ne? Weil, dieses... Du kannst... Da. Spermium und P. Du kannst echt nicht abschätzen. Ja. Wie viel Zeit dieses Spiel letztendlich in Anspruch nimmt. Das ist echt schwierig. Du kannst es nicht wissen. Geh mal hier runter. Kann ich hier irgendwo einfach zurück? Was? Da war ich schon. Genau, okay, gut. Komm, wir gehen mal zurück. Wo waren das? Hier. Da. Machen wir einfach mal. Das hatten wir noch nicht. Ich will es hier versuchen. Wo war's? Hier. Da. Spermien und P. So. Aber wo ist jetzt der Hebel dafür? Um das zu betätigen. Ist doch... Hier ist ein Hebel. Gut, aber der ist nicht dafür. Okay, vielleicht werden wir es nie erfahren. Ich habe am Anfang gesagt, es kann sein, dass ich das Spiel nicht weiterspiele, weil ich einfach nicht weiß, was ich machen soll. Weil es extrem komplex ist. Aber wir versuchen uns weiter. Sperm P, hier war ich schon. Okay, dann müssen wir die andere Treppe nehmen. Wir nehmen die andere Treppe. Nach oben. Halt, hier geht's runter. Genau, jetzt nehmen wir die hier. Weil den Zettel da hatten wir ja schon. So. Wo kommen wir denn hier hin? Landen wir wieder hier. Na, super. Oh, toll. Ah, irgendwo, wir können hier durch. Okay, ja, das jetzt... Oh, wir sind wieder im Warmen. Immerhin. Nicht jetzt das Gleiche, oder habe ich jetzt was falsch gemacht? Nee, hier ist ein Dunkel. Okay. Taschenlampe haben wir immer nicht durch Zufall gefunden. Das wäre hergekommen. Okay, dann können wir nur runter. Können nur runter und hoffen... Oh ja, hier ist eine Tür offen. Hoffen, dass wir irgendwo ankommen. Okay, wir haben den nächsten See... Weinsee... erledigt. Okay, hier ist ein Zettel. Ach, jetzt sind wir wieder hier. An alle, die das hören wollen. Okay, okay. Na, dann gehen wir hier lang, weil die Seite kennen wir noch nicht. Oh mein Gott. Die Type rennt da irgendwo rum. Da unten ist ein Hebel. Wo ist denn der? Ich sehe ihn nicht. Ich habe auch keine Lust, ihm irgendwie zu... War klar, der nächste Knischel. Keine Lust, ihm irgendwie zu begegnen. Okay, hier ist zu... Ist ja laut. Hier ist ein Wagen. Okay, was steht hier?
Irgendwas geht in diesem Haus vor sich. Das passiert, seitdem der neue Händler in die Stadt kam. Als erstes war es meine Katze. Also erst dachte ich, es war meine Katze. Aber es passiert immer nur dann, wenn der Händler nicht arbeitet. Ich habe ihn damit konfrontiert. Aber er hatte die Nerven, mich verrückt zu nennen. Ich kann mit ihm nicht mehr handeln. Ich gehe und verstecke mich in den Schatten und warte dort auf ihn. Früher oder später muss er zurückkommen. Welcher Händler? Irgendwo ist eine Todesstrafe. Nach den Aufständen und nach der Beobachtung für die Gründe des Teufelsbeschwörers in der Nachbarschaft werden alle Einwohner in ihren Häusern eingeschlossen, bis auf Weiteres. Keine Ausnahmen. Jeder, der diese Anordnung missachtet, wird gefunden und hingerichtet werden. Das Raushängen von weingetränkten Decken oder anderen Textilien aus dem Winter, aus dem Fenster oder aus dem Balkon ist strikt verboten. Wenn sie nicht innerhalb von 24 Stunden abgenommen werden, wird das als Akt einer Rebellion aufgenommen. Die Verantwortlichen sind dazu angehalten, jeden, der am seinem Balkon oder am Fenster steht, zu erschießen. Gutes Benehmen und direktes Befolgen dieser Anordnung wird in der Zukunft, wenn es Bunny Lust wieder arbeitet, also als positiv aufgenommen werden. Die, die das missachten, werden ohne weitere Fragen Achso, die das machen, werden in der Zukunft auch dafür belohnt werden. So, mein Gott. Okay. Ist ein Hebel? Gut, das hat mit Sicherheit einen Grund. Ich werde ihn schon mal mitnehmen. Guck mal, dann kann der doch hier schon mal durchfahren. Weil ich werde ihn mit Sicherheit auf der anderen Seite brauchen. Klar, hier fehlt ein Hebel. Wie hätte es auch anders sein können? Na gut, er kommt. Särge haben sie wohl hier in der Zeit mehr als genug gebraucht. Gut, der Wagen. Kann ich da rein? Nee. Wie komme ich da rein? Gar nicht, weil die Tür da verschlossen ist. Okay. Das ist mein Wagen. Und hier geht's nicht weiter. Okay. Boah, da geht's runter. Wo landen wir denn da? Habe ich das schon mal gesehen? Gute Frage. Dieses Spiel ist so dermaßen komplex. Ach, guck mal. Ah, nee, das ist oben. Ach, guck mal, wir müssen da hinten rüber. Dafür ist der Wagen nachher. Okay, müssen wir von da. Die Frage ist jetzt nur, ach, warte mal, ich mach das mal hoch, damit der mir nachher nicht zu weit fährt. Die Frage ist jetzt nur, bist du weg? Ich habe wirklich den fiesen Verdacht, dass wir hier runter müssen, weil es sonst keine andere Möglichkeit gibt. Ich wüsste nicht, wo ich sonst lang soll. Das ist der Punkt. Wer grölt denn da rum? Ja, guck mal, wo ich hinkomme.
Komme ich so nicht rein? Wir sind auf der anderen Seite. Da ist eine Treppe. Ach, guck mal. Wir sind hier. Wir sind hier. Das zu. Okay, Gott sei Dank. Wir sind hier. Okay. Jetzt, ja, wollt ihr das fast nicht nehmen. So, jetzt sind wir hier. Cool. Ist hier was in... in dem Raum? Nee. Okay, hier ist ein Zettel. Nachricht an die, ja, Beerdigungsfirma. Ab heute ist das Benutzen von Holz für das Konstruieren von Caskets-Särge, kann sein, strikt verboten. Diese Regelung tritt sofort in Kraft. Alle unbenutzten Särge müssen den Autoritäten übergeben werden, damit das Holz benutzt werden kann, um Barrikaden zu bauen und Wände, um die Abriegelung von den Bereichen mehr effektiv machen, zu machen während der Pandemie. Als direkte Konsequenz, alle, die gestorben sind während des Aufstands in den Slums, werden nicht beerdigt. Ihre Körper müssen draußen bleiben. Holz ist auf dieser Insel sehr wertvoll geworden. Wir müssen es aufheben. Ja, also wir müssen es auf jeden Fall aufbewahren, anstatt Menschen zu beerdigen, die eine Beerdigung gar nicht verdient haben. Okay. Harte Worte. Da bin ich da reingegangen, ne? Ja. Okay. Ja. So, jetzt bin ich wieder hier, aber... Ah ja, es fehlt ja der Hebel für dieses Ding. Ja, da bin ich runtergestiegen, genau. Um mir hier den Weg jetzt zu öffnen. Das habe ich getan. Hä? Moment. Nee, da war nichts. Okay, schade. Dachte, ich hätte da irgendwas übersehen. Ja, ja. Ist gut. Gibt es irgendwo einen Schlüssel oder irgendwas? Das dicht. Das haben wir jetzt aufgemacht. Ja, toll. Was für ein... Ach so. Hier waren wir noch nicht. Okay, ja, ja. Also, da brennt es da oben. Es gibt immer eine Lösung. Aus irgendeinem Grund hebt er mir die Fässer nicht mehr auf. Ich weiß nicht, wieso. Gut, was auch immer für einen Weg jetzt hier, wir hier geöffnet haben. Es flackert. Ach, guck mal, von da war runtergeguckt. Von da oben. Mhm. Von da oben haben wir runtergeguckt. Gut. Ja. Jetzt sind wir durch dieses Tor gegangen. Ja. Was ist denn das? Jetzt sind wir schon wieder hier. Warum?
Was bringt mir das jetzt, dass ich wieder hier bin? Weil ich war hier schon. Also bin hier schon gewesen. Was, ja. Genau. Hier war der Schlüssel. Oh Mist. Wo soll ich jetzt hin? Ich muss ja eigentlich irgendwie zurück auf die Brücke. Ne? Behaupte ich mal. Ich kann ja hier nichts tun. Ne. Bin ich gerade etwas verwirrt. Wie gesagt, ich muss ja diesen, diesen Hebel finden. Genau. Die Frage ist nur, wo soll der sein? Der hat eben irgendwas... Irgendwas hat gerade geblinkt, wo ich hier lang gegangen bin. Hm. So. Okay. Wir sind wieder hier. Jetzt kommen wir hier weiter nach oben. Genau. Und dann sind wir hier. Habe ich hier irgendwas übersehen? Kann ja sein. Weil, gut, hier ist einfach nur dunkel, aber irgendwo müsste ja dieser Hebel, dann, ach, guck mal. Das. Ach, Mist. Dachte, hier, also hier ist eine Treppe nach oben, aber die, kann man nicht nehmen. Dachte eben, ich hätte es gepackt. Gut, guck mal. Da runtergesprungen bin ich. Das Ding kann ich bewegen. Hier komme ich nicht weiter. Das ist unmöglich. Ich kann natürlich jetzt nochmal zu... Ja, wie komme ich denn am besten zurück? Ach, guck mal. Moment. Ach, guck mal, das führt mir den Weg. Hier haben sie die... Die, Leute hingerichtet. Tut mir leid, dass ich die Zeitung jetzt nicht gelesen habe. Ich möchte es einfach nur hier weg. Ich lese jetzt hier, versprochen. Komm, steh auf. Hm. So. Also, der Export von dem Bunny Bedos Wein bricht Rekorde. 150 Jahre sind vergangen. Und die Bunny de Gost haben das neue Weingut unter der Vaterstatue gebaut. Zu dieser Zeit war es sehr kontrovers. 6 Jahre später war die Arbeit fertig und die Auslieferung begann. Nun ernten wir die Früchte aus dieser Zeit.
Das Exportieren der ersten Flaschen von dem gealterten Rotwein aus dem neuen Weingut hat begonnen. Die samtige Textur und die fruchtige Note dieses Rotweins haben dafür gesorgt, dass jeder ihn mag. Woche für Woche haben die Rekorde gebrochen und der Wein verkauft sich immer weiter. Der Fakt ist, der einzige Grund, warum nicht mehr Wein exportiert werden kann, ist aus logistischen Problemen, die bald gelöst werden sollen. Das Schienensystem ist nicht ausreichend und die Waggons überhitzen sich. Das macht es noch notwendiger, alternative Routen zu benutzen. Auch die, die nicht direkt mit dem Weingut verbunden sind. Manche Mitarbeiter, meistens die Immigranten aus den Slums, haben sich beschwert über die nicht bezahlten Überstunden, die sie machen müssen. Die Zeitung hat diese selbstsüchtigen Attitüden angeklagt. Und dass es nicht für das allgemeine Wohl ist, diese Aussagen. Die Wirtschaft boomt, dieser Wirtschaftsboom kommt von den riesigen Exporten und wird jedermanns Lebensqualität verbessern. Darum müssen wir verstehen, dass kleine Opfer gemacht werden müssen. Sowas wie Überstunden. Aber unbezahlte Überstunden? Natürlich nicht so geil. Okay, wo bin ich hier? Ich weiß nicht, wie spät es ist. Es ist 19:30, also abends. Okay, es geht wieder zu. Das heißt, wir haben in dem Sinne einen Abschnitt schon mal wieder erledigt. Zumindest erstmal. Da geht's nicht rein. Ja. Zurück kommen wir nicht. Okay. Warum schießt die Sau? Komm, lauf. Nein. Oh. Wozu sollte ich jetzt dieses Fass nehmen? Ich sehe nichts. Ist das die Brücke? Okay. Ist nicht mehr da. Ich komme da aber so nicht hoch. Okay. Hier. Da hat die Sau gestanden und auf mich geschossen. Was soll denn das? Und nun? Nee. Da runterspringen will ich nicht. Das bringt mir auch nichts. Wo soll ich denn jetzt hin? Ach, guck mal. Nee, da bin ich gekommen. Guck mal, hier ist ein Loch. Ach, jetzt komme ich auf die Brücke. Na, ob mir das was bringt. Okay. Wenn sich das jetzt von unten schießt. Ach, so Scheiße. Was? Ich weiß doch noch nicht mal, wo ich bin. Auf der Seite der Brücke war ich noch nie. Gröne da im Hintergrund. Soll ich darüber? Weil. Ja, gut. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist gerade alles sehr verwirrend. Achso, hier war ich vorhin. Ach, da war ich vorhin. Bevor ich da über die Brücke gegangen bin. Okay, gut. Wir nehmen also das nächste Loch. Und kommen wo raus? Aua.
In der Kanalisation, oder was? Sieht zumindest so aus. Ich hätte gerne Taschenlampe. Ich habe... Was? Oh, ich bin ins Feuer gelaufen. Ich habe immer noch nicht den Hebel. Ja? Ich habe immer noch keinen vollständigen Code. Also, ich habe zwar Codes, aber nicht von denen ich wüsste, dass sie funktionieren. Ja, ich weiß nicht, wo hier irgendwelche Irren rumlaufen. Es plätschert. Ich bin vollkommen überfordert. Und ich will ins Bett. Ah ja, jetzt kommen wir am Railroad-System raus. Okay, von mir aus. Ach nee, das war irgendwo anders hin. Hallo. Nicht in den Weg. So, können wir jetzt... jetzt, kann ich jetzt hier rein? Nein, kein... Ach so. Oh. Ja. Jetzt... Ja. Wo kommen wir denn jetzt hin? Mhm. Hier wird irgendwas gelagert. Oh mein Gott, da ist der Hebel. Ich weiß jetzt nicht, wo mein Zug ist. Ich schmeiß ihn jetzt runter, weil ich mit dem Hebel einfach nicht schnell laufen kann. Dann schmeiß ich ihn jetzt runter. Und gucke erstmal, wo ich hier noch gelandet bin. Achso, da kam ich von unten. Okay. Dann durfte ich hier rein. Und habe hier den Hebel gefunden. Okay. Das heißt, ich kann jetzt hier durch. Ja, okay. So. Ach, hier. Oh, Wahnsinn. Okay. Ja. Moment. Wo ist denn die Stelle? Hier. Ah, okay. Ich kann erstmal in Bewegung setzen. Er braucht einen Moment. So. Nein. Ich bin echt über mich erstaunt. Ganz ehrlich. So, das heißt, wir legen den Hebel um und müssen da hoch. Das klappt doch nicht. Nie im Leben klappt das beim ersten Mal. Könnte das... Ach, wobei, doch, warte. Kann das Ding ja... Oh, ich Idiot, ich kann doch jetzt schon loslaufen. Guckst du. Ich stehe drauf, ich stehe drauf. Zwar knapp, aber ich stehe drauf. Jetzt habe ich den Code immer für die Tür eingegeben. Okay. Wow. Nicht, dass der Irre wieder hier rumballert. Es flackert. Completed. Okay, Errungenschaft. Wir haben das nächste Kapitel freigeschaltet. Wow, ich hab... Nachdem du getreten wurdest, verschwamm alles. Du hast angefangen, dich an deinem Blut zu verschlucken. Die dunkle Figur vor dir ist komplett ruhig, als dein Leben aus dir herausgleitet. Plötzlich schnappt dich oder greift dich die schwarze Figur und fängt an, dich über die Schienen zu ziehen. Du wirst ohnmächtig. Nach einer Weile regenerierst du dich und kommst wieder zu dir. Du bist nackt. Jemand hat deine Wunden geheilt. Da ist eine Nachricht an der Wand. Was ist denn jetzt mit den ganzen Keys und den Toren und... Wofür bin ich da rumgerannt? Ich bin nackt. Ich kann es Gott sei Dank nicht sehen. Wie, ich bin nackt? Ich renne jetzt nackt hier durch die Gegend. Die Kippe. Irgendwas zum Anziehen.
Ah, das ist ein Schlüssel. Wunderbar. Gut, dann würde ich mal sagen, wir beenden dieses Kapitel an dieser Stelle und starten dann nächstes Mal in die nächste Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich habe echt nicht gedacht, dass das so gut funktioniert heute. Ich freue mich auch auf. Schön, dass ihr hier seid. Und wir sehen uns morgen zu einem neuen Let's Play wieder. Bis dann. Bye, bye.